Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht. Tja, wo sind wir hier denn am Anfang des Videos? Tja, hinter dem DHL-Gebäude sind wir nicht, weil das ist nicht das DHL-Gebäude. Also, ja, jetzt erstmal ab ins Video. Ja, heute soll es um die Frage gehen, Geschlechterrollen und ja auch Geschlechterrollenzwänge. Und auch irgendwie so ein bisschen die Homophobie unter Heteros gegenseitig. Nur es gibt ja so Computerspiele, fangen wir mal damit an. Da kann man auswählen, männlicher oder weiblicher Spielcharakter. Ja, ich habe in einem Spiel eine weibliche Spielfigur gewählt, weil ich mir dachte, das bin ja nicht ich, wer da in einem Computerspiel läuft. Das ist ja quasi mein Spielgefährtin. Und darum habe ich da eine weibliche Spielfigur genommen. Tja, der Witz an der Sache war, da treffe ich schon mal jemand anderen und er nuschelt so hinten rum. Schwuchtel. Ja, nur, warum Schwuchtel? Ja, ich bin doch nicht diese Figur, die da rumläuft. Ich verkleide mich ja nicht als Transvestit. Nun, das liegt darin, dass diese Person meint, sie wäre das, was da im Computerspiel läuft. Also, Nun. Wenn man jetzt aber so sieht, dass die Spielfigur mein Spielgefährte ist, also oder Spielgefährtin ist, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass wenn ein Mann eine männliche Spielfigur spielt, ist doch der gay. Weil immer so einen süßen Boy da rumlaufen lassen, ist doch eigentlich eher Gay-Alarm. Dann ist ja der Mann, der eine Frau da tanzen lässt, sozusagen, dann doch eher noch hetero, ja? Anderes Beispiel, ich habe eine Jackson Telly 7-Saiter-Gitarre. Die gab es in Perlweiß oder in Lila Metallic. Nun ja, könnt ihr euch denken, welche Farbe ich genommen habe? Natürlich Violett, ist doch klar. Ich nehme doch keine lilafarbene Gitarre. Na jedenfalls. Klar, eine weiße Gitarre sieht ein bisschen langweilig aus, neutral und so. Und klar kann man da jetzt sagen, lila, das ist die Farbe der unbefriedigten Frau. Oder halt total schwuchtelig. Naja, das kann man aber auch anders sehen. Warum sollte ich eine spermaweiße Gitarre spielen? Bin ich schwul oder was? Pack ich eine spermaweiße Gitarre an? Ja, ich fand das Violett einfach hübscher, ja. Also, das sind so Dinge, da fragt sich auch, es ist so wichtig? Die Spielfigurenwahl und die Farbwahl oder was? Und das, dann ist auch noch so das Ding an der Sache. Du glaubst, die Jugend von heute, ja, weltoffen und wie heißt das? Genderneutral, keine egal. Ja, jedenfalls so von wegen, ja, tolerant und weltoffen. Alter, wer labert hier was für ein Schwuchtel? Irgend so ein Pickelgesicht. Und da denke ich mir als halbalter Sack. Nicht Bubi, kriegst du erstmal einen gescheiten Gesichtsbehaarung. Ja, also das fragst du dich auch, Alter, was soll das? So diese, klar, diese Geschlechtseinkategorisierung. Du musst Mann sein, du musst Frau sein. Ja, ich meine, man muss es ja jetzt nicht übertreiben und irgendwie als Mann meinen, sondern man müsste sich in extra geschlechtsneutral dann als Mann auch noch Kajal unter die Augen schmieren. Das muss ja jetzt nicht sein, ne? Aber so dieses völlig überzogene, so, oh, gay, völlig affig. Und du weißt ganz genau, diese Person ist kein Homo oder keine Transe oder sonst irgendwas, sondern ja, hat ihre Beweggründe, irgendetwas auszusuchen, die du halt nicht verstehst, weil du nicht diese Person bist. Und das ist total hirnverbrannt. Hallo. Aber ich meine, das ist ja auch so, warum sind Motorradklamotten für Männer irgendwie überwiegend schwarz? Okay, klar, schwarz ist, sieht man den Dreck von der Straße nicht so. Ich meine, das sehe ich bei meiner ehemals weiß-schwarzen Schwaben, klar, Bellies. Jacke auch schon, ja, klar, schwarz ist putzmäßig praktisch. Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Leder, Sportlederkombi haben willst, in so Vintage-Braun. Ja, da gibt es nur irgendwelche komischen
Kaffee-Racer-Jacken, die so abgesteppt sind und so kaffeebraun sind. Klar, sieht schick aus, aber wenn du halt eben das nicht haben willst, ja, dann musst du immer gleich irgendwie so eine Power Ranger-Kostümierung anziehen. Oder diese Frauenklamotten, ja. Warum müssen Frauenklamotten verdammt nochmal immer mit irgendwelchen dämlichen pinkfarbenen Blümchen versehen sein? Man geht davon aus, dass irgendwelche Frauen nicht unbedingt verdammt nochmal blöde rosane Blümchen an sich dran haben wollen, ja? Vielleicht will Madame halt auch einfach einen goldgelben Feueradler auf dem Rücken haben, ja? Okay, das ist ein bisschen extravagant, aber ja. Nein, es wird dann keinen goldgelben Feueradler auf den Rücken geben, sondern einen pinkfarbenen Feueradler. Ja, warum? Und selbst wenn es diesen goldgelben Feueradler auf den Rücken gibt, dann ist es in Männergröße und in Männerschnitt, ja. Ja, das ist halt echt so diese Kategorisierung, das ist männlich, das muss so sein, das ist weiblich, das muss auch so sein. Warum? Warum diese verkackten, das muss so sein, Vorgaben? Das ist so echt, oh geil, immer noch Salz, so Stereotyp. Chopperfahrer und Supersportlerfahrer. Ja, die Chopperfahrer denken sich bei den Lederkombi-Fruzis, sind die schwul oder was, Alter? Warum ziehen die sich so komisch Kanarienvogelbunt an und so Lederklamotten so extra eng, dass sie ihren geilen Arsch sehen? Sind die schwul oder was? Nein. Und genauso könnten sie umgekehrt sagen, sag mal, die Chopperfahrer mit ihren schwarzen Lederkotten, sind die alle schwul oder was? Das sieht ja aus wie im Homo-Club, ja? Nein. Das ist so dieses total dämliche Pauschalisieren von irgendwelchen Personen, wobei die Pauschalisierung total falsch ist. Und das ist dann halt auch irgendwie so, man pauschalisiert gerne irgendwas, so der Typ, der halt eine weibliche Spielfigur hat, der ist doch bestimmt so eine halbe Transe. Ein Typ, der eine violette Gitarre spielt, der ist doch auch fast schon homo. Und ja, das ist einfach albern und unnötig, diese Vorurteile sich zu bilden und sie dann noch nicht mal zu überprüfen. Ja, kennst du die Person? Nein, kennst du nicht. Du weißt nicht, warum diese Person sich für so etwas entschieden hat. Ja, vielleicht einfach, weil die Person es schön findet und überhaupt gar nicht schwul ist, sondern, keine Ahnung, was auf. Punkt, ihr ganz böses Textteil einfügen steht, ja, und dass die Auswahl überhaupt nichts mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun hatte, ja. Also das ist so ein Ding, da wird einfach eine Schublade aufgemacht, du bist doch bestimmt irgendwie sexuell pervers, weil du irgendwie was anderes dir kaufst. Nur, warum? Ich meine, okay, wenn du dir eine Gerte kaufst im Reitbedarfsladen und du gar kein Pferd hast, okay, das ist ja dann schon ein bisschen was anderes. Ja, das ist ja dann auch in direkten Bezug zu der Sache. Weil, ja, die Gerte ja dann auch ihre Bestimmung in anderer Richtung hat, ja. Aber eine weibliche Spielfigur zu haben, ja, die hat doch nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Nicht wirklich, klar. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber Leute, muss ich ehrlich sagen, wer sich auf so dämlichen Dingen irgendwelche Vorurteile oder Meinungen zu sexuellen Orientierungen bildet, er ist ja wohl wirklich nicht mehr ganz knusper. Und das muss ich dann auch noch dazu sagen. Das Erschreckende an der Sache ist ja, das sind ja nicht irgendwelche alten, reaktionären Nazis, die da sagen, ich hab bestimmt eine Schuchtel. Nee, sowas gibt's auch unter Jugendlichen. Dummheit hat nichts mit Alter zu tun. Und Jugend hat auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, also Jugend und Toleranz sind nicht zwingend miteinander verbunden. Also, das hat nur wirklich nichts mit alt und jung zu tun. Also, ich meine,
Arschlöcher gibt's in jeder Form und Größe. Ja. Also, hirnlose Arschlöcher noch. Ja genau, hirnlose Arschlöcher, die man einfach mal so sagen sollte, Junge, du bist total schief gewickelt. Ja, aber was soll's. Ja. Muss man echt sagen. Wozu ärgert man sich mit solchen Leuten rum? Ja, da denkt man manchmal an irgendwelche Ärztelieder. Immer mitten in die Fresse rein. Na, 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 na. Oh Gott, hey. Oder einfach sagen, komm, dem Depp, den brauche ich das doch nicht zu erklären. Das ist doch sowieso, so what? Naja. Ach, wie dem auch sei. Ich reg mich manchmal über Dinge auf, wo ich mich dann hinterher frage, wozu verdammt nochmal reg ich mich über dieses dämliche Kackthema und diesen Idioten auf? Völlig sinnlos. Hab ich's nötig? Eigentlich nicht, aber ich reg mich halt so gerne auf. Obwohl es total ungesund ist und eigentlich... Die Welt könnte so schön sein. Ich weiß es nicht. Naja. Und schreibt doch mal eure Meinung zu irgendwelchen Geschlechtsschubladen und das Video. Und ja, damit erstmal ob wir die Auflösung vom Introquiz von diesen frühlinglichen Morgen. Und damit ab die Auflösung vom Introquiz. Ja, nicht hinter dem DHL-Gebäude, weil es kein DHL-Gebäude ist, sondern vor dem Kraftwerk Münster. In Stuttgart, Münster. Waren wir am Anfang des Videos. Tja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal und ja, Klingeling, drückt mal auf die Glocke. Bim, bim. Ja, damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Übrigens, es frühlingt hier so wieder. Und das ist ein Introquiz mit den neuen Handschuhen. Ja, tschüss.